Hi! Da viele Leute sich meine Instagram-Stories ansehen, sieht man noch, wo ich mich aufhalte und vor allem, wo ich meine Ware beziehe, Material einkaufe, entweder für mich oder für die Kundschaft. Das Ding ist, dann kommt es sehr häufig zu der Frage, warum kaufst du nicht beim Großhandel ein? Und deswegen wollte ich in dem Video mal darauf eingehen. Ich bin auf jeden Fall kein Gegner vom Großhandel. Ich bin gelistet bei Unielektro, beziehe auch da ab und an meine Ware. Je nachdem, wenn man gerade in der Nähe von Fallersleben ist oder denkt, ah, das und das gibt's jetzt da und woanders nicht oder so, dann fahre ich da mal ganz gerne hin. Aber ihr müsst es so sehen, dass der Großhandel eher interessant für große Betriebe ist, die viel Ware abrufen. Bedeutet, du bekommst bei so und so viel Mengenrabatte, du bekommst Staffelpreise, du bekommst ab und zu mal so einen Rabatt. Da hatte ich auch mal einen Einkaufswagen voll gehabt und dann meinte er zu mir, ach komm, ich gebe dir mal da 20% drauf. Richtig nett von ihm und so weiter. Aber ich bin auch kein Fan davon, irgendwie Preise zu vergleichen. Ab und zu mache ich es, aber ich muss nicht für meine Kunden sparen oder gucken, dass die weniger Geld ausgeben. Das Ding ist, ich bekam auch tatsächlich Anfragen, da die Leute wussten, dass ich beim Großhandel gelistet bin und so. Da gab es Fragen von Kunden, kommst du an die Ware eigentlich günstiger, so als der Online-Preis entsprechend ist, sodass ich es günstig kaufe und ihm zu dem Einkaufspreis verkaufen würde. Zu Einkaufspreisen verkaufen oder Prozente draufschlagen ist sowieso richtig ekelhaft in der Branche, weil die meisten Kunden gar nicht verstehen, dass der Elektriker oder Handwerker generell auch von den Verkäufen lebt, da er nur einzeln ab und zu mal das Produkt verkauft und Händler verkaufen das Produkt in Stückzahlen bis ins Unermessliche und können daher auch diese günstigen Preise und so anbieten. Aber ja, die vergleichen alle immer online und sagen dir dann, ah, das Produkt, weil du siehst alle Produkte online, was die kosten und so weiter und dann kommen Rückmeldungen, ah, ich habe das für so und so viel gefunden, willst du mich jetzt abziehen und mir das noch teurer verkaufen, als ich es eigentlich muss, einkaufen muss und so, aber das ist eine andere Geschichte. Fakt ist, man sieht mich bei Hornbach einkaufen, online bei Amazon ab und an, wenn es mal schnell gehen muss, das ist eigentlich komplett easy, keine PayPal, das ist direkt so drauf und so weiter. Ab und zu bei Amazon, ab und zu aber auch bei Elektrowandel, Elektrowagner, Voltos, Zählerschrank 24 und überall. Es kommt nämlich immer drauf an. Letztens hatte ich ja auch für die Apartments die Schalter- und Steckdosenmaterialien bestellt gehabt. Der Kunde hat sich für Berker S1 in Polarweiß entschieden. Ich dachte, okay, Schaltermaterialien richtig gut alles bei Elektrowandel zu finden. Alles eingegeben, kam ich auf eine Summe von 1000 Euro Gesamtwert. Hat er gesagt, bei Voltus hat er gesehen, kostet Steckdose statt 3,79 Euro, 3,66 Euro und der Vierfachrahmen, da ist auch günstiger. Dann habe ich mal die ganzen Sachen bei Voltus eingegeben, in die Liste gepackt, kam ich auf 880 Euro statt 1000. Dann habe ich zu ihm gesagt, ich packe das doch aber beim Großhandel in die Liste und zähle da mal alles durch. Eins zu eins die gleichen Sachen. Und beim Großhandel kam ich auf einen Bruttopreis von 1200 Euro. Also 880 gegen 1000, gegen 1200 Euro für genau die gleichen Sachen im Endeffekt. Klar hättest du die Möglichkeit bei Unielektro noch zu fragen, ah, ich habe jetzt hier so eine Auftragbestellung, könnt ihr mir da noch die und die Prozente geben, würde aber am Ende trotzdem nicht auf 880 Euro runterkommen. Deswegen habe ich in dem Fall alles bei Voltus bestellt und ihm die Ware dann noch entsprechend so hingelegt und verbaut. Und jetzt hatte ich einen Auftrag, Angebot geschrieben, DDR-Bungalow. Der hat gesagt, da darf ich bei ihm auch filmen, da kommt auf jeden Fall noch was. Wo ein Zählerschrank gebaut wird, da denke ich auch, okay, Zählerschränke, Komplett-Sets, beste bei Zählerschrank 24. Ah, dann braucht er ja so noch Leitungsmaterial, dann braucht er noch LS-Schalter, FI-Schalter, dann braucht er noch Stromstoßschalter, dann braucht er noch das und das. Holst du auch direkt Überspannungsschutz, Bestückungspaket fürs APZ und so weiter, der gute von Hager zum Stecken. Holst du alles direkt bei Zählerschrank 24, weil ich gerne
alles in einem Paket von einem Lieferanten hole und nicht gucke, das günstigste, dann kaufe ich von dem das bisschen, das bisschen, das bisschen, das bisschen, das bisschen und am Ende hast du zigtausende Kartons von unterschiedlichen Lieferanten und so weiter und das ist einfach viel, viel zu aufwendig. Deswegen, wenn ich bei einem bestelle und weiß, okay, ich bekomme das da und will ein Komplettset, damit ich da dann alles mit einer Bestellung abfrühstücke und nicht hin und her switchen muss, kaufe ich dann da ein, alles von Cedarschrank 24. Da war der Preis mir auch komplett egal, der hat mir schon die Materialkosten überwiesen bis zu dem Aspekt, was ich auf jeden Fall verbaue. Die anderen Sachen, wo ich dann abzähle, was ich verbaut habe, wird dann separat noch abgerechnet und den Rest, was an Material überbleibt, nehme ich dann nach Hause und kann das eventuell für andere Baustellen noch weiter verwenden. Aber deswegen wollte ich auch mit euch darüber sprechen, wenn ich bei Hornbach in der Nähe bin, dann fahre ich dahin. Wenn ich außerhalb bin, Hornbach, beste Gelegenheit. Die haben da auch alles: Schrauben, Dübel, Metallsachen, Elektrosachen, Leitungen, Schaltermaterialien, Unterputzdosen, Hohlwanddosen, Vagoklemmen, das, das, das. Und auch zu einer Tiefpreisgarantie. Deswegen fahre ich bei Hornbach auf jeden Fall auch richtig gut. Und deswegen ist es bei mir nicht, ich muss beim Großhandel, weil ich weiß, der Großhandel ist für mich nicht, als kleiner Elektriker ist das nicht immer die günstigste Alternative. Und auch nicht die Alternative, wo ich am besten die Produkte finde, online zum in die Liste packen oder vor Ort und so weiter. Da gibt es schon Sachen oder Seiten, die besser aufgeräumt sind, wo es mir selber besser gefällt zu bestellen. Und deswegen bestelle ich da und muss nicht alles tatsächlich vom Großhandel beziehen. So viel zu dem Thema. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!